So, jetzt sind wir zurück. Gut. Ah! Fraps. Oh, hallo. Nicht so schlimm. Ich wollte dich mal besuchen. Ganz vergessen. Gehen wir wieder auf. Updates für eine Adobe-Abwendung. Ja, steht drauf. Ich komme zurück. Also ich bezweifle ganz stark, dass der Sprung in irgendeiner Form möglich ist. Okay, dann stell du dich bitte nochmal drauf. Dann habe ich jetzt gerade zwei glitschende Blöcke allerdings. Gibt es hier noch irgendwas, was wir übersehen haben? Gut, warte mal. Wir haben hier unten zwei Redstone-Fackeln, die leuchten müssen. Einen in weiß und einen in hellblau. Ja. Wir haben hier zwei Flaggen, eine weiß und eine hellblau. Irgendwas mit dieser Flagge muss es aber auf sich haben. Das wäre ich doch ganz stark verwirrt. Hier nochmal außen rum. Die dumm. Und ein bisschen Looky-Looky machen. Hier ist kein Knöpp. So, nochmal hier ein bisschen gucken. Vielleicht entdecke ich ja durch Klettern irgendwas Interessantes, was ich drücken könnte. Huch, Freimannbruch. Nein, ich sehe nichts dort oben, was nur des Ansatzes uns irgendwie helfen könnte. Außer durch das Draufsteigen. Schau mal den Kerl mal zwischen die Beine. Hui. Kannst du auch machen. Au. Da ging ein Loch runter. Dort steht was. Statue. Poop. Shoot, was? Irgendwas Englisches. Irgendwer spricht in Zungen. Warte, ich komm auch mal. Yep. Aua. Mhm. Statue. Poop. Wie bist du hier runtergekommen? Einfach durch die Beine durch. Ja, yeah, ich bin ja auch hier unten durch, aber ich komme nicht weiter. Schau mal her. Vielleicht so hier. Danke. Ich glaube, wir sind noch nur ins Geschäftsloch der Statue gefallen. Wozu war das da? Ich glaube, das war nur ein Easter Egg. Moment, hier gibt es auch was. Hm. Ach, warte mal, hier sind. Warte mal. Ja. Halt, stopp. Geh auf die Druckplatte und nicht auf die andere. Ja, bleib mal drauf. Da öffnet sich ein Schalter. Ah, und oben leuchtet eine Redstone-Fackel. Die vom Weißen. Gut, dann geh runter und geh auf die andere Seite. Ja. Und dann spring ich gleich nochmal rein. So. Und jetzt ist hier ein blauer Schalter. Gut, hallo. Und sie sind aktiv. Jetzt kann man rüberspringen. Ah. Sehr gut. A. B. O. So. Du darfst springen. Hui. Ich wollte schon immer mal springen. So, einmal hier außen rum gefiedelt. Und zack. Zack. So. Was soll ich hier großartig jetzt erledigen? Vielleicht auf die Statue. Ich bin auf der Statue. Vielleicht auf die andere Wandseite. Ach, okay, ich verstehe. Bleibt noch drauf. Okay. Wuch, was war das? Irgendwas hat mich gerade weggeschoben, irgendwie beim Springen. Bin ich irgendwo gegengerannt. Bleib einfach mal drauf. Muss ich nochmal kurz außen rumrennen. So. Ah, tolle Map. Nee, tolle Map. Ich werde gleich nochmal kurz die Aufnahme unterbrechen, da ich kurz die Datei nochmal in den Ordner ziehen möchte, dass ich nicht später... Was? Schon wieder? Moment, ich fliege einfach kurz hier hoch und springe hier von vorne nochmal los. Setz den Homepunkt. Ich brauche ja keinen Homepunkt. Ich renne nur die ganze Zeit gegen dieses Schwert von diesem Bekloppten hier. So, jetzt hat. Zack.
Zack. Okay, hier ist alles kaputt gesprengt und hier sind lauter Türen und Weizen und eine Kiste mit Brot. Brot! Oh, geil! Weizen, Brot! Brot! Und ein Schalter. Das habe ich hier aufgemacht. Hallo? Jetzt kannst du auf der anderen Seite... Das ist richtig. Entlängs. Geronimo! Und wenn ich hier hinterlaufe, ist der rote Schalter. Okay. Macht er irgendwas? Wahrscheinlich. Das rote Gebiet abschließen. Ach so. wo war die Treppe? Hier war die Treppe. Hallo. Hi. Ich bin der offizielle Treppenbegrüßer. Hallo. Und hier ist der rote Schalter. Ah. Hallo. Na, endlich. Oder langsam Eisenbahn. So, hier links und dann geht's hier wieder raus. Wunderbar. Geil. Dann nehmen wir jetzt wahrscheinlich weiß. Und ich schau mal kurz hier rein. Kamen wir hierher? Ja, wir kamen hierher. Ah ja. Gut. Genau. Ich erinnere mich. Gut. Jetzt ist hier auch offen, das ist gut. Da ist dunkel und abgegittert. Und hier ist ein Schalter, der hinter uns schließt. Warum auch immer wir das tun sollten. Oh. Flash for eating. For eating. Nummer 4, Nummer 1. Growth from spores. Hast du irgendwas gedrückt? Ich habe einen Pisten gerade aktiviert, ja. Ja, und eine Tür geöffnet. Was? Das hat auf die Tür... Nee. Nee, du hast irgendwas anderes getan. Oder war ich das? Moment, hier ist doch noch was. Ach. Ah ja, Moment, ich hab doch noch eine Schüssel, die fällt hier drauf. Oh nein. Sollte mich treffen. So. Warte, dann gehe ich nochmal runter, wenn du hochgehst. So, geh hoch. Geh hoch? Weißt du, wo die Tür noch ist? Wer geht wo hoch? Du gehst hoch. Ich gehe hoch, gut. Und du gehst dann genau über mich. Ja. Und schaust die Bücherregale an bei mir. Shit. Ah, gut. Holzblock. Hast du es aufgesammelt? Was auch immer da... Da war nichts, aber bleib mal bitte drauf. Das ist ein Knopf. Achso, dann soll ich dann noch den Zaun... Ui, geil, jump and run! Was steht hier? Small, rounded, javel work. Dry, brave, interrupted. So, was ist hier? Ich hab's bald geschafft. Oh. Ich habe den geheimen Rail Nummer 12 gefunden. Übrigens. Oh. Ja, gut, wir haben 5 bisher. Hui. Hoch, wie viele hast du denn? 3. Ja, gut, ich habe 7 jetzt, haben wir. Aber vielleicht ein paar übersehen. Kannst du irgendwas machen, dass ich die Leiter hochklettern kann zu dir? Hier gibt es einen Knopf. Warte, ich gehe mal hoch und schau mal nach, was der macht. Nochmal. Was bewegt der? Oh, das ist da unten. Moment, ich muss nochmal runter. Lalalalalala. Ah, ich sehe schon. So. Was bringt mir die Tatsache, jetzt hier außerhalb zu hängen? Soll ich noch weiter drücken? Nee, anscheinend nicht. Nö. Ich drück nochmal. Ach da. Ich kann hier außen so ein bisschen lang hoppeln. Ach, guck mal. Das sind 2 Jump'n'Runs in einem. Wie geil. Und wenn ich jetzt hier in diesen Goldding reinhüpfe, öffnet sich bestimmt die Tür für dich. Bestimmt. Hey. 1 und 1 gleich 2. So. Ich hüpfe mal wieder raus, ne? Okay, ich kann jetzt die Bibliothek öffnen und du kannst durch. Hallo. Hui. Hi. So. Hast du dort irgendwo noch eine Platte auf dem Boden? Nee. Hier ist eine Druckplatte. Hier okay, oben. Hier oben ist auch eine. Unten meine ich. Gut. Oh yeah. Wunderbar. Herrlich. Frag mich, was diese Zahlenreihenfolge gebracht hat. Zahlenreihenfolge? Hm. Ah, wahrscheinlich gar nicht. Einfach so. Ich hoffe es mal. So. Mein Katz. Input. Katz. Hier ist 0. Farben. Electricity made by storms. Bold.
Mold. Also Bold steht schon. Bold steht schon standardmäßig drin. Enter input. Was passiert, wenn wir über Bold einfach drücken? Dann explodiert alles! Nein. Electricity made by storms. Ich schätze, das hat irgendwas mit der Bibliothek zu tun. Warte, dann bleib du mal hier unten. Bleib du mal hier unten bei dir. Ja, ich schaue gerade in den. Ach nee, es war gar kein anderer Gang. Gut. Du bleibst mal da unten bei dem Eingabefeld. Ich wette, wir müssen erst. Bolt habe ich ja jetzt schon gedrückt, das passt. Dann brauchen wir jetzt eins. Go from Spores. Was ist das? Was wächst aus Spores? Aus. Aus Sporen. Pflanzen. Plant. So viele Buchstaben gibt es allerdings nicht. Es muss etwas mit 4 Buchstaben sein. Ja, und mit B oder M anfangen? Ja. B, M. Book! Nee. Meat! Oh, irgendwas mit Fleisch. Meat ist 2, das ja. Weiß ich. Wo sind wir jetzt überhaupt? Sind wir doch bei Nummer 1, Nummer 0 oder? Nummer 0 haben wir schon eingegeben. Cool. Da habe ich schon gedrückt. Das war Bold. 1 ist das jetzt Growth vom Spores. B. Nee. Bild. Boot. Nee. Boote wachsen nicht aus Sporen. Nee, nicht unbedingt. Nur ganz selten. Ich. Boah. Einfach mal alles nach unten. Ich hoffe, ich setze das Ganze nicht wieder zurück. Nee, solange du den Knopf nicht drückst, setzt du nichts zurück. Also. Woher wusstest du, dass Bolt. Also klar, du weißt, dass es richtig ist, weil es dort steht, aber hast du irgendein Signal bekommen, dass es richtig war? Bekommt man wahrscheinlich nicht. Es sind halt einfach so kleine. Sowieso ein Kreuzworträtsel. Boah. Ist doch fair genug, ja. Hilfe, Englisch. Mold. Mold heißt schmelzen. Meld, oder meld. Vielleicht ist eine Mold. Andeutung. Meld. Ich kann kurz googeln. Ach, ich habe meinen Browser gar nicht offen. Nee, dann nicht. Belt, das ist ein Gürtel. Gürtel wachsen nicht aus Sporen. Das ist Blödsinn. Weil, was heißt Beet auf Englisch? Beet? Der Beet! Beet. Ja, mal probieren. Gut. Keine Ahnung. Das nächste war dann Meat, oder? Ich such mal kurz die Zahlen. Ja. Kannst du mal irgendwie so eine kleine Textdatei machen oder so? Lass uns einfach aufschreiben. Es sind nämlich 5 Stück, die wir finden müssen. Also das erste war Bold. Bold. Das zweite war Growth from Spores. Growth from Spores. So, wo ist 2? Such. Ach, hier stehen nochmal die Verben einzeln, glaube ich. Nee, falsch. Es muss doch irgendwo in der Bibliothek stehen, komm, es ist eine Bibliothek, irgendwo muss die Lösung stehen. Wenn es bei der 0 stand, muss es auch hier stehen. Das dritte ist Brave Intrepid. Was auch immer Intrepid heißt. Brave Intrepid, bin mir auch nicht ganz sicher. Wo war die 2? 4, Flash for Eating. Also 4 ist Meat. Moment, wir waren gerade bei 2, Brave and Trapped. 4 ist. Nee, das war 3. Das ist Brave. Hier ist 2. Marine Vessel. Gut. 4? Da war irgendwas mit der 4. 4. 4?
Vier ist Meat. Das sind Hinweise. Vier ist Meat.